Grundrente. Was ist die zu versteuernde Altersrente bei der Einkommensanrechnung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ab dem 1. Januar 2021 soll ja das Grundrentengesetz in Kraft treten. Es gibt bei der Grundrente eine Einkommensanrechnung. Diese ist in dem neuen Paragraphen 97a SGB VI geregelt. An die Grundrente wird grundsätzlich zu versteuerndes Einkommen angerechnet. Und zwar immer dann, wenn sie für einen Alleinstehenden höher als 1250 Euro ist, dieses Einkommen, und für Eheleute höher als 1950 Euro. Anrechenbar ist unter anderem auch das zu versteuernde Renteneinkommen. Und auch noch dazu ausdrücklich der steuerfreie Anteil der Rente. Viele Ratsuchende auf rentenbescheid24.de meinen, nur weil sie eine kleine Rente beziehen, gehört diese kleine Rente nicht zu dem anrechenbaren Steuereinkommen, welches an die Grundrente angerechnet werden kann oder könnte. Denn sie müssen ja auf ihre Rente gar keine Steuern zahlen. In Deutschland zahlt ein Bürger immer dann keine Einkommensteuern, wenn sein zu versteuerndes Einkommen unter dem Grundsteuerfreibetrag im Jahr 2020 für Alleinstehende von ca. 9.400 Euro liegt. Auf das zu versteuernde Einkommen wird keine Einkommensteuer gezahlt, wenn man unterhalb dieses Freibetrages liegt. Und das Renteneinkommen gehört definitiv auch zum versteuernden Einkommen, welches bei der Einkommensanrechnung eine Rolle spielt. Entscheidend ist nur, dass Sie ein Renteneinkommen aus einer gesetzlichen Rente haben. Erfasst werden grundsätzlich keine steuerfreien Renteneinkünfte, wie zum Beispiel die gesetzliche Unfallversicherung oder die gesetzliche Unfallrente, eine Opferrente oder steuerfreie private Renten. In einem nächsten Video zeige ich Ihnen, wie das zu versteuernde Renteneinkommen für gesetzliche Renteneinkünfte in Deutschland berechnet wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.